Blaulichthelden, der Feuerwehr-Podcast. Diese Folge wird präsentiert von Hikes und dem Einsatzstiefel Missoula. Maximaler Schutz bei Wald- und Vegetationsbränden. Alle Infos bei eurem Feuerwehrfachhandel. Es ist der flächenmäßig größte Waldbrand in der Geschichte der Steiermark. Vergangenen Ostermontag war es nicht nur ungewöhnlich heiß für einen 1. April, es war auch ungewöhnlich stürmisch. Über 100 km/h Windspitzen. Der Sturm fegt über Wildalpen im Bezirk Liezen. Ein Baum fällt auf eine Hochspannleitung. Funkenflug. Was dann passiert, das kennen wir. Ein 3 Wochen langer Feuerwehreinsatz beginnt. 120 Hektar Wald brennen. 2000 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Und Bilder, die man selten sieht. Einsatzkräfte fahren im Raftingboot über die Salza und Drohnen mit Wärmebildkameras steigen auf. Über diesen Einsatz sprechen wir heute. Ich bin Marcel Kilic und bei mir zu Gast ist die Einsatzleitung, Abschnittsbrandinspektor Christian Danner. Er ist Abschnittskommandant in Palfau. Christian, herzlich willkommen. Ja, hallo, grüß Gott. Und auch bei mir ist Oberbrandinspektor Wolfgang Kasari. Er ist der Stellvertreter von Hauptbrandinspektor Hubert Feilmeier, der Kommandant der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr Wildalpen und damit stellvertretender Einsatzleiter. Wolfgang, schön, dass du da bist. Bitte gern, servus. Christian, vielleicht beginnen wir bei dir. Dieser Ostermontag heuer war bei euch in der Gegend wortwörtlich turbulent. Es war ungewöhnlich heiß so früh im Jahr, es war windig. Und an diesem Tag ist es zu mehreren Waldbränden gekommen. Wenige Stunden bevor dieser größte Waldbrand der Steiermark begonnen hat, ist ein anderer Waldbrandeinsatz alarmiert worden. Das heißt, dieser Tag hat für dich schon früher begonnen. Zum Zeitpunkt der Alarmierung in Wildalpen, da warst du gerade in Großreifling im Einsatz. Ja, im Prinzip hat der 1.4., der Ostermontag, ganz früh begonnen, weil wir waren in der Früh schon in Einsatz bei einem Sturmeinsatz. Und ja, da haben wir uns oft einmal gedacht, wenn nicht mehr ist an den heutigen Tag, oft werden wir den Ostermontag auch noch gut umbringen. Und dann sind wir zur Mittagszeit im Prinzip bis unsere Feuerwehr und eigentlich die anderen Feuerwehr des Abschnitts St. Gallen schon zum Waldbrand in Großreifling alarmiert worden. Ein Feuerwehrkamerad von uns hat dann Rücksprache gemacht, auch mit der Feuerwehr Wildalpen, mit dem Kommandant, dass halt die ganzen Feuerwehren von Abschnitt Palfau schon in Einsatz in Großreifling sind und dass man, wenn irgendwas sein sollte, es kann ja zu anderen Einsätzen immer kommen, Verkehrsunfälle oder sowas, dass halt die Feuerwehr Wildalpen da in Bereitschaft ist und mitalarmiert werden. Und der Hubert, kann ich mich erinnern, hat mir dann ein paar Tage später erzählt, dass er da nichts denkt und auf einmal hat er das SMS gekriegt, da den Einsatzbefehl für den Einsatz, Waldbrandeinsatz, dass ich noch dachte, nein, jetzt müssen wir auch noch nach Großreifling runterfahren und dann hat er noch gesagt, wie er genauer lest, sieht er, dass das der Waldbrand, eigener Waldbrand in Wildalpen ist und dann ja, da zum Einsatzbeginn in Wildalpen war es dann der Wolfgang Näheres eigentlich schon. Da war ich noch in Großreifling in Einsatz. Wir sind alarmiert worden, wie gesagt, von Christian um 13.40 Uhr circa und sind zum Waldbrand. Und das ist dann 6 Kilometer von Wildalpen Richtung Palfau. Und da hat der Wind einen Baum in die Lichtleitung reingeschmissen und durch das hat es einen Funkenflug gegeben und die ganze Böschung, das hohe, dürre Futter hat da zum Brennen begonnen und durch den starken Wind ist das explodiert, das ist direkt gesprungen, das Feuer, das ist nicht, hat nicht an einem Punkt brennt, sondern das ist alle weitergesprungen und das Problem, was wir gehabt haben, wir war, haben die Salze inzwischen gehabt, also wir haben nicht gleich mit Bodentruppen, mit Mannschaft zu diesen Flächen vorrücken können. Unsere Thematik, wir kommen dort drüber, wir haben da ein Raftingboot organisiert. Und was das ganze Schlechte, Schlimme war, wir haben eine starke Rauchentwicklung gehabt. Also man hat fast nichts gesehen, weil der Wind so reingefahren ist, dass so eine starke Rauchentwicklung war, dass wir am Anfang sogar mit schweren Oppenschutz gearbeitet haben. Wie war das mit der Brandursache? Das war für euch nämlich von Anfang an klar, wenn der Baum über der Hochspannleitung liegt. Bei anderen Waldbrandeinsätzen ist das nicht klar. 2021, Hirschwang an der Rax, der Jahrhundertwaldbrand in Niederösterreich. Da sind ja Handydaten sogar ausgewertet worden. Aber ich nehme an, das wird sich bei euch einmal zu Beginn rund um diese kaputte Hochspannleitung bewegt haben. Ja, man hat genau gesehen, von wo das ausgeht, wo die Brandursache ist. Stromabschaltung war dann sowieso gegeben. Aber der Wind hat das halt eben so flott vorantrieben, dass er mitunter
auf der anderen Seite von der Salza, also vom Brand her, da war ein Haus mit Wirtschaftsgebäude und mit Pferden, dass das durchaus gefährdet war und das für uns ein Potenzial war zum Schützen. Und dann eigentlich erst einmal die nächste Ding war dann der Waldbrand im Gelände. Wie ist der Einsatz dann in Summe verlaufen? Der starke Winter hat euch ja weiterhin begleitet. Am Ostermontag bei euch über 100 km/h Windspitzen. Das war natürlich ein irrsinniger Brandbeschleuniger, auch dieser warme Föhnwind. Naja, für uns war einmal die Gefahr der starke Rauchentwicklung und natürlich auch im Gelände dann halbe der Sturm mit den Bäumen, mit umfallenden Bäumen. Also man hat da nicht einfach nur rübergehen können und das bearbeiten, sondern man hat mir die ganze Thematik einmal beurteilen und auch eben durch ein Bootunternehmen mit Raftingboot, dass man die Mannschaft überhaupt über die Salza bringt zum Brandherd und der starke Wind mit dem Rauch, das war natürlich ganz schwierige Situation. Und ich nehme an, Luftunterstützung war zu diesem Zeitpunkt wegen dem starken Wind ja gar nicht möglich. Nein, man hat es dann gleich einmal in die Wege geleitet, dass wir Luftunterstützung kriegen. Es ist dann schon gegangen, weil der Wind auch nachgelassen hat. Es ist weniger geworden. Aber die ersten 1,5 Stunden war einmal reine Bodentruppenbekämpfung, bis man dann einmal gesehen hat, man kann mit dem Hubschrauber mal fliegen, man sieht einmal, was man tut. Aber Wasserfliegen war da noch kein Red. Also das hat noch gar nicht funktioniert. Und wie war die Zugänglichkeit über den Landweg? Ich meine, ja, wir haben gesagt, steiles, unwegsames Gelände, aber wie nah kommt man denn da hin mit einem Tanklöschfahrzeug zum Beispiel? Wo hört die nächste Straße da auf? Feuerwehrleute am Weg zum Waldbrandeinsatz im Raftingboot, das ist etwas, das sieht man auch nicht jeden Tag. War das einfach das Mittel der Wahl, der effizienteste, der schnellste Weg zu diesem Zeitpunkt? Genau, das war der kürzeste Weg, einfach den Fluss überqueren. Die zweite Ding haben wir gehabt, eine Forststraße. Da hat man können zufahren, aber man hat dann trotzdem noch einen guten Kilometer oder 1,5 Kilometer zu Fuß gehen müssen, aber auch im unwegsamsten Gelände, dass man mal zum ersten Brandherd überhaupt gekommen ist. Und durch das der Wind, der so weitertrieben hat über die Felsen, war der Fußweg erschwerlicher und dann gar nicht mehr möglich. Bei uns kommen immer mehrere Fragen über Social Media. Da hat zum Beispiel der Philipp direkt aus der Freiwilligen Feuerwehr Zauchen, also wo auch der neu gegründete Drohnenstützpunkt ist, fragt, wie organisiert sich die Einsatzleitung? Und auch der Marcel von der Freiwilligen Feuerwehr Maria Tafal fragt, wie behält man da, wenn so viele verschiedene Truppen dann auch im Einsatz sind, den Überblick? Was könnt ihr uns da erzählen über die Arbeit der Einsatzleitung, Koordination, vor allem auch, weil ja viele Einsatzkräfte in Großreifling im Einsatz waren? Also was heißt das für die Nachalarmierung? Naja, man muss dann einmal einen Waldbrandstützpunkt hinzuziehen, der muss ja dann extra geschult sein und auch die Verbindung aufbauen mit dem Hubschrauber, mit dem BMI, mit dem Bundesheer. Da haben wir dann Zugriff auf den Waldbrandstützpunkt Bruck-Kapfenberg, weil ja der eigene Waldbrandstützpunkt Eigen war ja schon im Einsatz. Mhm. Die, was für uns zwar zuständig gewesen wären, und die haben uns dann eigentlich auch geschaut, dass wir die Mannschaften vom Bezirk Bruck kriegen. Also wir haben dann von Gusswerk Mariazell bis Thurnau bis Dragös, wir haben die Feuerwehren vom Bezirk Bruck angeordert, mit Mannschaft, mit Fahrzeugen und auch von Niederösterreich. Göstling und Rübs, die was eine Waldbrandeinheit haben, dass man das einmal zusammenzieht und dann schaut, dass man das halbwegs einmal in den Griff kriegt, die ganze Einsatzleitung aufbaut. Und dann muss man sich da mit Polizei, BMI und Bergrettung dazu dann auch zum Teil, weil das Gelände so schwierig ist, dass man das alles einmal irgendwie aufbaut und einmal einen Überblick irgendwie zusammenbringt. Du sagst schon, das Gelände ist schwierig. 120 Hektar schätzungsweise waren da betroffen. Und das sind natürlich keine Fußballfelder. Ja, das ist unwegsames Gelände, da kommt man schwer hin. Wie konnte dann letztendlich ein Löscherfolg erzielt werden, neben dem Wind im unwegsamen Gelände? War es die Unterstützung aus der Luft? Waren es die Bodentruppen? War es eine Mischung von beiden? Wie seht ihr das? Ja, ich sage, dass das Hauptding war sicher die an der Luft mit Hubschrauber, dass wir das Wasser am Berg überbracht haben, aber auch mitunter die Mannschaft, Waldbrandstützpunkte, Eigen und Bruck-Kapfenberg und auch unsere Mannschaften, dass man oben am Berg, man muss ja das übergraben, man muss ja die Bäume wegschlägern, man muss Becken aufbauen, obwohl Becken aufbauen ganz schwierig war, weil das Gelände so steil war. Man hat ein Becken, ein großes am Berg oben gehabt und der Hauptding war sicher das Fliegen mit dem Hubschrauber und das ordentliche Einweisen über die Waldbrandstützpunkte. Feuerwehren, die was dann geschaut haben, dass Wasser dort abgeworfen wird, wo es hingehört. Immer wieder sind ja auch Bodentrupps per Tau mit dem Hubschrauber hinaufgeflogen worden, also per Tau, sprich mit Seil unterhalb vom Hubschrauber. Ein Trupp besteht aus 2 Flughelfern, einem Bergretter, einem Forstarbeiter. Wie schaut die Arbeit von so einem Bodentrupp aus, wenn die mal am Berg oben sind? Wie läuft das ab?
Ja, der Forstarbeiter, der schlägert die Bäume weg, die was eh schon abbrennt sind, die was umfallen, oder auch, dass der Hubschrauber dann überhaupt dorthin fliegen kann, um in Wasser. Die Feuerwehrleute graben um, die heilen den ganzen Boden auf, die bauen, wenn es geht, Löschleitungen, alles mit großteils D-Schläuchen, kleine Schläuche und Löschrucksäcke. Man geht einfach von Baum zu Baum und von Wiesenschopf zu Wiesenschopf und bearbeitet den und macht den los und grabt den auf und so kämpft man sich halt Quadratmeter für Quadratmeter durch das Gelände. Wenn natürlich dann Felsen kommen, dann geht's mit zu Fuß gar nicht mehr, dann geht's nur mehr mit Hubschrauber, mit Bambi, Becket, mit Wasser abwürfen. Und das macht das Gelände natürlich, wie es da war, das macht die Arbeit richtig schwierig. Das glaube ich gern. Der Moritz von der Freiwilligen Feuerwehr Göstling an der Ips fragt uns, Göstling an der Ips, da war übrigens auch eine Waldbrandgruppe im Einsatz. Der Moritz möchte wissen, wie viele Hubschrauber waren im Einsatz? Habt ihr einen Überblick, wie viele Einsatzstunden, wie viele Einsatzkräfte? Vielleicht ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Ja, wir haben gehabt BMI, also das Bundesheer und einen privaten, den Heli Austria. Im Ganzen waren in der Luft über die 21 Tage waren 51 Hubschrauber in der Luft. Und wir haben 1.864.000 Liter Wasser am Berg aufgeflogen. Mhm. Mhm. Also wir haben Abwürfe gehabt, wir haben 2.300 Abwürfe gehabt. Das heißt mit Bambi, das sind kleinere, 300 Liter, 200, also 500 Liter große, 700 Liter. Wir haben alles Mögliche gehabt von Gebinde her. Und da, wie gesagt, haben wir 1,8 Millionen Liter Wasser am Berg aufgeflogen. Mhm. Unglaublich. Ich habe Videos gesehen, ich glaube, das war die Feuerwehr Eigen im Ennstal, posten wir gerne auch auf unseren Social-Media-Kanälen, wie so ein Abwurf in Zusammenarbeit mit den Bodentruppen im Steilhang genau ausschaut. Also wie nah da wirklich Hubschrauber und Bodenpersonal sind und wie eng der Austausch da ist. Vielleicht habt ihr Einblicke, wie läuft die Kommunikation da im Idealfall ab? Also ich nehme an, das wird so ein Dreierpendel sein zwischen Einsatzleitung, Hubschrauber, Besatzung und Bodentruppen. Wie schaut das aus in der Praxis? Naja, man hat die Einsatzleitung Feuerwehr, das sind wir. Dann hat man den Einsatzleiter Flugdienst, das ist eben die Waldbrandstützpunkt Feuerwehr. Man hat einen Einsatzleiter Bundesheer und auch von BMI, von der Polizei. Und das rät sich dann zusammen und der Flugeinweiser oder der Einsatzleiter rät sich das aus mit dem Einsatzleiter Berg und der weiß den Hubschrauber dann punktuell genau ein, wo er mit was hinfliegen soll. Mhm. Weil wenn ein Material benötigt wird, muss ja der dann herunter den Einsatzleiter genauso Bescheid geben, was er braucht. Der kommt dann wieder zu mir und sagt, du richte das zusammen, weil das fliegen wir nachher rauf. Und wir funken ja da auf ein paar Frequenzen, auf ein paar verschiedene Funkfrequenzen und Kanälen und durch das hat jeder seinen Einsatzleiter und seine Frequenz und herunten wird alles ausgerät und so wird es dann den ganzen Tag angearbeitet. Mhm, verstehe. Christian, bei euch im Bereichsfeuerwehrverband Liezen, da gibt es einen neu eingerichteten Drohnenstützpunkt bei der Freiwilligen Feuerwehr Zauchen, war natürlich auch im Einsatz. Wir nehmen übrigens eine zweite Folge auf, einen zweiten Teil zu diesem historischen Waldbrandeinsatz in der Steiermark. Da sprechen wir dann ganz genau über die Koordination und die Zusammenarbeit Hubschrauber und Drohnen. Da schauen wir uns das im Detail an. Jetzt mal ganz allgemein, erzähl uns vielleicht, wie ist es zu dieser Gründung vom Drohnenstützpunkt in Zauchen gekommen? Ja, der Drohnenstützpunkt ist im Bereichsfeuerwehrverband Liezen eingerichtet. Die Feuerwehr Zauchen sitzt im Abschnitt Bad Mitterndorf und der ist vom Land eingerichtet worden. Die bekommen auch noch das Einsatzleitfahrzeug dazu, aber die Drohne haben sie jetzt eben schon früher bekommen und sind mit den Leuten schon geschult worden. Und das war im Prinzip, wenn man so will, der Einsatz in Wildalpen war die Feuertaufe für die Bezirksdrohne des von Liezen, wenn man so will. Und die, glaube ich, waren in Summe, glaube ich, waren es 12-mal raus, wenn ich mir, oder 13-mal, glaube ich, war die Feuerwehr Zauchen immer in der Früh raus und hat im Prinzip das Gelände abgeflogen und hat im Prinzip die Koordinaten aufgenommen und hat das dann den Flugdienst oder der Einsatzleitung weitergeben, wo man was schauen muss, wo man was am nächsten Tag bekämpfen muss. Ja, die Drohnen waren ja auch bestückt mit Wärmebildkameras. Spannend übrigens auch ein Flugzeug vom Bundesheer, Pilatus Porter PC-6 hat das Gebiet auch mit Wärmebildkamera überflogen. Was lernt ihr da aus dem Unterschied? Die Wärmebildkamera am Flächenflugzeug und die Wärmebildkamera auf der Drohne. Wie kann man das vergleichen? Ich würde mal sagen, das
Pilatus, die fliegt das großflächig drüber und gibt die Sachen durch, sieht vielleicht natürlich noch mehr über die Fläche, aber die Drohne, glaube ich, findet das gezielter. Die kann auch stehen bleiben und die zoomt richtig hin mit einem Foto und sieht zum Beispiel, wenn ein Baumstumpf noch glüht oder irgendwas im Gelände. Das, was die Pilatus nur wirklich nur mit der Wärme machen kann oder was. Weil es sind ja da vereinzelte Bäume, da sind sicher vielleicht einige Stellen dabei gewesen, wo man vielleicht gar nicht hinkommen ist, was vielleicht so im Prinzip abbrennt ist, wo auch nichts weiter ausgebreitet ist. Hat sicher auch Stellen gegeben, gell? Aber rein mit der Drohne sehe ich das gezielter. Und einfacher von der ganzen Kommunikation. Pilatus-Koordinaten muss man dann umarbeiten lassen. Genau. Das haben sie in Lebring unten dann gemacht, weil das Bundesheer ein anderes System hat. Wir haben mit dem nichts anfangen können. Man hat nicht gewusst, wo die Punkte jetzt sind. Man hat zwar gesehen, dass irrsinnig viele warme Punkte sind, aber wo genau man ist oder was man dran muss, hat man nicht gesehen. Mit der Drohne sehr wohl. Der macht einfach ein Ordnungsfoto, der summt das zu, wie der Christian sagt. Und man kann punktuell sagen, der Punkt ist interessant und der andere, schauen wir mal. Aber man muss sich da konzentrieren auf markante Sachen. Und das kann man mit der Drohne einfach besser sagen, als wir, glaube ich, mit so einem großen Flugzeug. Jetzt war es ja für Ostern extrem heiß, teilweise über 30 Grad die Tage, die Wochen nach dem Ostermontag. Fast 3 Wochen hat der Einsatz dann gedauert. Was bedeutet dieses Sommerwetter für die Lageerkundung mit der Wärmebildkamera? Macht das einen Unterschied mit dem Bild oder sind die Umgebungstemperaturen da nicht so relevant? Ja, man muss auf jeden Fall gleich mal in der Früh fliegen. Das habe ich auch gesehen. Darum waren die Feuerwehrkameraden verzauchen, aber gleich um 6:30 waren die schon da und man hat dann gleich geflogen, weil dann hat man noch wirklich keine Gegenwärme gehabt vor Felsen, vor Sonneneinstrahlung und man hat wirklich sagen können, was ist jetzt ein Baumstumpf, was heiß ist oder brennt oder was ist jetzt einfach nur ein Stein, der was von der Sonne angescheint wird. Und das geht in der Früh, haben wir gesehen, am besten und das hat sich bewährt. Es war aber nicht nur heiß, es hat relativ am Anfang auch immer wieder geregnet. Allerdings wahrscheinlich nicht im ausreichenden Ausmaß. Hat der Regen für den Löscherfolg irgendwas beigetragen am Anfang? Nein, für uns war der Regen zwar gut, aber Löscherfolg war es bei weitem keiner. Es war gerade so viel, dass einmal das Gelände dann wieder in der Früh nass war und rutschig war und die Arbeiten vielleicht sogar noch ein bisschen schwieriger gemacht haben. Aber für den Löscherfolg selbst hat es eigentlich dann nur am 21. Tag wirklich geholfen, wie dann wirklich ein gescheiter Platzregen und ein Gewitter dann käme, es dann hat es uns was gebracht, vorher nicht. Die dann einen kleinen Nieselregen und einmal ein kurzer Regenschauer vor einer halben Stunde, das war einfach zu wenig. Was hilft, ist der Regen aus dem Rucksack. Ihr habt natürlich eine ganze Menge Löschrucksäcke im Einsatz gehabt. Also 25 Liter in etwa gehen da hinein. Auch das muss man sich einmal vorstellen. 25 Liter Wasser am Buckel da am Berg herumspazieren tragen. Also das ist schon eine unglaubliche Leistung. Diese Löschrucksäcke, die sind natürlich fast allen ein Begriff, auch wenn man sie vielleicht selber noch nicht im Einsatz gehabt hat. Was viele aber vielleicht nicht kennen, ist ein Sonderequipment, das ihr euch aus Tirol ausgeborgt habt. Was wir gehabt haben für Tirol, das sind sogenannte Blasen. Das sind große Säcke, da gehen 300 Liter Wasser rein. Und die hängt man am Berg einfach dann ins Gelände, weil es so steil war, dass man keine Becken aufbauen kann. Und der Blasen, die hängt man dann irgendwo zum Baum zu. Und die hat einen Abgang mit C. Und da kann man dann weiterarbeiten mit D-Schleich, dass man einfach einmal halbwegs eine Menge Wasser oben hat, zum Arbeiten. Dort kann man dann auch die Löschrucksäcke wieder selber anfüllen. Oder wir haben die Löschrucksäcke per Hubschrauber am Boden runtergekriegt. Wir haben sie unten gefüllt und sind wieder per Seil aufgeflogen worden. Und die Mannschaft hat das oben wieder austragen. Ist natürlich anstrengende Arbeit. Wie gesagt, 25 Kilo. Bei 20 Liter gingen ein in so einen Rucksack mit dem ganzen Material, was da noch dran ist, die Spritzen und alles. Also da hast du schon jetzt da. Und in dem Gelände, da magst du fleißig arbeiten, dass das passt. Das glaube ich. Und wie befüllt man die Blase? Welche Möglichkeiten habe ich da? Ja, die Blase, die wird am Boden auf der Wiesen herunter mit einem RLF, DLF, mit irgendeinem Tanklöscher. Da ist eine große Verschraubung oben. Da tut man mit einem C-Schlauch die Blasen füllen, die schraubt man wieder zu. Und unten ist eben der Abgang mit C, dass man dann am Berg oben das Wasser auch wieder rausbringt. Und durchs Eigengefälle, durch die Schwerkraft, rennt das Wasser bergab und druckt da so an, dass man da ein wenig Wasserdruck hat, dass man mit Schläuchen von der Blasen wegarbeiten kann.
Wie ist die Löschwasserversorgung in Summe abgelaufen? Ich kenne die Bilder zum Beispiel von Hirschwang an der Rax, diese riesigen Riegelstellungen, eine ganze Armee voller Tragkraftspritzen, die da Löschwasser angesaugt haben. War das bei euch ein Thema? Wie weit ist die Salza weg vom Brandherd? Ist das nur mit einem Hubschrauber zu überwinden oder kann man da eine Löschleitung, eine Relaisleitung auch noch hinlegen? War das ein Thema bei euch? Na, fürs erste Gebiet war einmal eine Löschleitung kein Thema, weil es einfach zu steil war und nicht gegangen ist. Wir haben eine DS stationiert gehabt bei der Salza für ein Becken. Von dem Becken aus sind die Hubschrauber Bambi und Becket befüllt worden. Also der hat einfach in das Becken dann eingetaucht, mit dem Hubschrauber, der sein Bambi, und hat das dann am Berg geflogen. Zum Teil ist dann direkt das Wasser von der Salza entnommen worden. Wir haben dann die Salza gesperrt für den Wildwasser-Badelverkehr und Rafting. Und somit hat der Hubschrauber auch das Wasser direkt von der Salza entnehmen können, weil der Fluss am unteren Ding von dem Brandherd geht der Fluss durch, und das war von dem her war es eine optimale Lage. Die Löschleitung ist dann später dazu gekommen. Das kann dann der Christian, weiß da mehr Bescheid, weil da ist es der andere Haum ist dann auch brennert worden, und durch das ist dann mit der Löschleitung auch was inszeniert worden und ist ganz gut bekämpft worden. Aber das weiß der Christian besser. Ja, es hat ja im Prinzip so ausgeschaut, dass nach dem Tag 5 oder 6, meine ich, war das Freitag am Nachmittag, haben wir Erkundungen gemacht, und da waren wir ja zuversichtlich, dass der ganze Brand eingedämmt oder dass das schon gut ausgeschaut hat, aber natürlich hat halt das Wetter oder der Wind nicht mitgespielt, und so hat sich das am Samstag gegen Mittagszeit hat sich das durch den starken Wind wieder entfacht. Und ja, dann hat eigentlich der Berg über die Nacht so richtig durchgestartet, weil die Witterung auch nicht mitgestimmt hat. Da gibt es ja auch die verschiedensten Bilder, wie der Berg brennt. Und dann hat man die Löscharbeiten im Prinzip sonntags dann wieder groß hochgefahren mit Hubschrauber. Und auch zusätzlich hat das übergeschlagen auf den Gegenhang, auf den besagten Hühnerkogel. Und dann hat man sich entschlossen, dass man da auf den Hühnerkogel eine Löschleitung direkt von der Salza raufbaut. Wir haben dort eine Löschleitung von 1200 Metern verlegt. Da haben wir im Prinzip einen Relaisbetrieb aufgebaut mit 4 Tragkraftspritzen, die was man positioniert hat, den Hang rein, die was uns auch die Hubschrauber hingeflogen haben. Das ist dann, ja, das hat, glaube ich, um 13, 14 Uhr so, haben wir da Feuerwehren wieder nachalarmiert von den verschiedensten. Da waren da wieder Kameraden aus Niederösterreich da und von den anderen Abschnitten. Und ja, und da hat man im Prinzip eine Riegelstellung aufgebaut, und da hat man das oben mit eigenen Bodenmannschaften, im Prinzip hat man da den Hang bekämpft oder haben wir da aufgebaut. Um da sind auch dann in weiterer Folge, die nächsten 3 Tage, sind auch da KHD-Bereitschaften vom Bereich Lietzen von den verschiedensten Abschnitten herangezogen worden. Das ist immer im Hintergrund, im Bereich geplant, sind die Mannschaften schon geplant worden, wer wie kommt und wie man es da im Prinzip einteilt. Und so haben wir über 3 Tage lang, also die, was oben vor Ort arbeiten, die Mannschaften bei der Tragkraftspritzen haben wir intern austauscht, weil man halt da davon ausgegangen ist, dass man im Prinzip die Leute, was das aufgebaut haben, die Gerätschaften bedienen, die wissen auch, wie das funktioniert. Und das hat sich auch ganz gut bewährt, weil wir haben über die 3 Tage, glaube ich, was wir da Wasser pumpt haben, immer die Relaisleitung ist dann gestanden, glaube ich, 2 oder 3 Tage, bis es abgebaut worden ist. Die hat man als Schutz noch schnell lassen auf, die hätte man jederzeit hochfahren können. Aber wir haben in die 3 Tage, was wir richtig über die Tage Wasser gepumpt haben, haben wir, glaube ich, nur 3 oder 4 Schlauchplatzer gehabt. Was da, also das ist eine sehr gute Leistung für den ganzen Einsatzmaschinisten, muss ich mal sagen. Wie habt ihr das Dienstrad generell gestaltet? Ich stelle mir das als ein Riesenthema vor. Jeder kann sich vorstellen, was 3 Wochen bedeutet, 3 Wochen Einsatz. Wie stellt man da sicher, dass immer genug Mannschaft zur Verfügung steht? Das ist ja ein Dienstplan wie in einer Fabrik. Ja? Also wenn da tausende Leute im Einsatz sind, das ist ja logistische Mammutaufgabe mit lauter Ehrenamtlichen. Rund um die Feiertage noch dazu, wo viele Urlaube sind. Ja? Wie läuft das ab? Ja, da muss man vorab einmal den ganzen Dienstgebern einmal Hochachtung aussprechen, glaube ich, dass man sich da
immer freigespielt haben im Prinzip, oder dass man das organisiert hat, dass man halt beim Einsatz ist. Ich meine, da ist allen voran einmal in Wildalp mit den Wiener Wasserwerken und mit den Forstbetrieben im A49 einmal. Das würde, glaube ich, in ganz Österreich nirgendwo so funktionieren wie in Wildalpen, muss ich jetzt einmal sagen. Und dann gibt es halt die anderen Privatunternehmen, wo es halt, es gibt einige Firmen da, wo mehrere Leute gleich bei der Feuerwehr ist, aber da muss man halt einen gewissen Dienstradl muss man reinbringen und dann muss man halt das organisieren und auch, ja, dann muss das funktionieren und ich glaube, das haben wir ganz gut hingebracht oder hat sich. Ja. Es spült sich dann ein bisschen ein. Man muss halt auch auf Nacht oder Nachmittag schon ein bisschen anwägen, was tun wir nächsten Tag und wie viele Hubschrauber haben wir da, was gehen wir an und genau für das brauchen wir dann eben wieder eine gewisse Mannschaft, weil wenn Black Hawk geflogen ist, der hat dann den großen Wassertegel gehabt zum Fliegen und der hat jetzt mal eine Mannschaft braucht mit der DS und mit 8 bis 10 Leuten zum Füllen. Muss man organisieren und schauen, aber man muss allen Feuerwehren von Bereich Lietzen bis Bereich Bruck und auch Niederösterreich aus Göstling, Lassing, also die haben alle wieder da gewesen und haben wieder geschaut, dass wir Leute haben. Oft ist ein Auto gewesen mit 2 Leuten, mit 3 Leuten, aber es war überall wer da und in Summe haben wir dann jeden Tag gehabt 80, 90, in Spitze 140 Leute und das ist oft unter der Woche und das ist natürlich schon eine beachtliche Leistung. Das ist wirklich eine beachtliche Leistung. Also allen Unternehmern, die da mitgemacht und mitgewirtschaftet haben, aber allen voran natürlich den Freiwilligen kann man wirklich nur Hochachtung aussprechen. Was viele nicht bedenken, und das ist was, das kommt in einem normalen Zeitungsartikel oder in einem kurzen Radio- oder Fernsehbeitrag bei so einem Einsatz überhaupt nie vor. Aber das ist was, das gehört natürlich in einen Feuerwehr-Podcast hinein. Wenn viele Leute, wenn hunderte Feuerwehrmänner, Feuerwehrfrauen Tage und Wochen im Einsatz sind, da unter widrigsten Bedingungen, da kriegt man Durst, da kriegt man Hunger, das Ganze mehrmals am Tag. Und ja, das ist was, unter Anführungszeichen, in Friedenszeiten ist der Kantineur oder der Sachbearbeiter, Versorgungsdienst, ist oft ein Posten, den nimmt man selbstverständlich. Und wir kennen die großen Feuerwehrlager, die Jugendlager, Bezirkslager, Landeslager. Da gibt es ein Riesenteam dafür. Da gibt es stationäre Küchen, die man da aufbaut, riesige Feldküchen. Das wird aber Monate im Vorhinein geplant. Wie habt ihr das gelöst? Wie kriegt man tausende Feuerwehrleute 3 Wochen lang satt? Ehrenamtlich auch noch dazu. Naja, wir haben Gott sei Dank einen Nahversorger in Wildalm. Die haben sich gescheit eingekniet und die haben dann geschaut, auch mit unseren Feuerwehrdamen und unseren Feuerwehrsenioren, muss ich mal so sagen, dass jeden Tag Jausen da war. Die Mannschaft, was am Berg oben ist, die hat ja in der Früh dann schon die Jausen mitnehmen müssen, auf für den Berg. Die haben Lunchpakete zusammengekriegt. Es ist den ganzen Tag wieder Jausen nachgeführt worden. Es ist Getränke, Wasser. Es war alles, was da ist, war genug da. Und es war jeden Tag auf die Nacht ein warmes Essen, wenn wir die Mannschaften vom Berg gekommen sind und die Bodenpersonal und alles, was halt am Einsatz beteiligt war. Wir haben auf die Nacht jeden Tag irgendwas anderes gehabt und es hat funktioniert. Und das geht auch nur, wenn man, wie gesagt, einen guten Nahversorger hat. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist, die haben sich auch wirklich bemüht. Und auch unsere Gasthäuser, die haben uns aufgekocht. Unsere Damen haben das Essen geholt, die haben mir bei der Rüsthaus, bei der Feuerwehr, haben das dann auftischt und aufgewärmt und wieder geschaut, dass jeder was zu essen hat. Also das ist auf alle eine logistische Herausforderung, aber es hat sich auch eingerennt und eingespült und wir haben, wie gesagt, einen Klick gehabt, dass alle so zusammengeholfen haben und man kann sich auf dem Vortag oft schwer sagen, wie es nächsten Tag ausschaut. Wann kommen die Leute vom Berg runter? Einmal war es 4 am Nachmittag, einmal war es 7 auf die Nacht. Man soll aber dann Essen haben, es soll warm sein, es soll gut sein, es soll genug sein. Die Außen soll da sein, es soll aber auch nicht zu viel überbleiben, weil das muss man auch schauen, dass man es wieder irgendwo verwertet nächsten Tag und jeder braucht ordentliche Verpflegung. Und das hat aber Gott sei Dank gut funktioniert. Absolut. Und Hunger haben natürlich nicht nur die Feuerwehrleute. Also auf Deutsch, welche Organisationen waren mit euch noch im Einsatz? Ich habe es schon erwähnt, Feuerwehr natürlich, Bundesheer, Innenministerium, in einem Bodentrupp ist auch jemand von der Bergrettung dabei. Welche Einsatzkräfte noch? Ja, also wir haben jeden Tag das Rote Kreuz Wildalpen, wir haben eine Ortsstelle, die hat jeden Tag eine Mannschaft abgestellt gehabt, eben wenn irgendwas wäre mit der Feuerwehrmannschaft, dass wir da ordentlich versorgt sind. Haben gehabt die Forstarbeiter von der österreichischen Bundesforste, haben gehabt dann eben die Hubschrauber-Crew von BMI, Bundesheer, Heli Austria und dann die ganzen Bergrettungs-Ortsstellen,
Und da muss man auch sagen, eine wahnsinnige Leistung von der Ortsstelle Wildalpen, die was jeden Tag geschaut haben, dass sie für den nächsten Tag wieder eine Mannschaft haben. Wenn sie keine Leute gehabt haben, dann haben sie irgendwo von woanders her eine organisiert und das hat auch wirklich tadellos funktioniert. Ja, ich glaube, ich darf mich einmal im Namen von allen eingesetzten Kräften recht herzlich bedanken, von den verschiedensten Einsatzorganisationen, aber speziell halt bei den Feuerwehren, die was im Hintergrund gearbeitet haben, es war ja nicht nur mir vor Ort vor Einsatz, sie sind auf der Dienststelle beim Florian Litzen, Florian Steiermark, Bereichskommando, die waren da immer vor Ort, der Landesfeuerwehrrat Binder und der Brandrat Schachner, die haben sie ja mehrmals, und auch der Landesfeuerwehrkommandant, der Leichtfried Reini, die haben sie ja immer einen Überblick auch verschafft. Das ist nicht so, dass sie die nicht gemeldet haben, aber die waren da richtig immer vor Ort, also da eine große Hochachtung. Und natürlich bei allen eigenen eingesetzten Kräften, speziell bei der Feuerwehr Wildalp, wie wir der Wolfgang schon angesprochen haben, also die haben da wirklich Großartiges geleistet. Wenn man allein die Verpflegung hernimmt, also wenn man das nicht gesehen hat, also das glaubt man nicht, aber es gibt eigentlich nichts, was nichts funktioniert hat. Also das hat alles perfekt funktioniert, und da nochmal von meiner Seite auch bei allen ein herzliches Dankeschön. Ja, und da kann ich mich auch noch anschließen. Da kann ich mich auch noch recht herzlich bedanken. Bei meiner Mannschaft, bei der Feuerwehr Wildalp, bei den Damen, bei den Senioren, bei allen. Wir haben alle zusammengegriffen. 3 Wochen ist eine lange Zeit. Aber es war jeden Tag wieder wer da. Und das ist geputzt worden zwischendurch. Es ist alles geschaut worden, dass es wieder sauber ist, dass es an jedem gut geht. Und wie gesagt, auch bei den ganzen umliegenden Feuerwehren für das Engagement, für das Zusammenhelfen und auch bei den anderen Organisationen. Man sieht es, wie wichtig das ist, wenn man vielleicht auch einen Ort gewisse Organisationen hat, dann geht das schon mal gut weg. Und bei allen, die was halt zusammengeholfen haben, und auch bei den Nahversorger, Wirtshäuser, alle, die was uns halt zur Seite gestanden sind, kann man sich nur bedanken. Also das klingt wirklich so, als würde bei euch in der Gegend sehr vieles sehr gut funktionieren. Wolfgang Kasari und Christian Danner, vielen, vielen Dank für die Einblicke in den größten Waldbrandeinsatz der Steiermark. Dankeschön. Bitte danke. Gerne. Danke. Ja. Und vielen Dank auch an euch fürs Zuhören bei dieser Folge. Es gibt, wie gesagt, einen zweiten Teil. In der nächsten Folge sprechen wir konkret über den Einsatz aus der Luft bei diesem historischen Waldbrandeinsatz der Steiermark. Wir sprechen über die Koordination der Hubschrauber zusammen mit den Drohnen und alles, was es Spannendes über einen Einsatz aus der Luft bei einem Waldbrandeinsatz zu erzählen gibt. In der Zwischenzeit, bis die nächste Folge rauskommt, kann ich euch die allererste Folge hier im Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden empfehlen. Da geht es um den Jahrhundertwaldbrand in Hirschwang an der Rax aus dem Jahr 2021. Eine wirklich, wirklich spannende Folge. Und übrigens, wenn ihr jemanden kennt, der selbst bei diesem Waldbrandeinsatz dabei war, oder wenn ihr jemanden kennt, der mehr über die Arbeit der Feuerwehr erfahren sollte, dann teilt die Folge sehr gerne. Ganz einfach auf das Teilen-Icon klicken in der Podcast-App oder zum Beispiel die URL im Browser kopieren und dann per WhatsApp verschicken. Zum Beispiel in die Feuerwehr-WhatsApp-Gruppe. Wir hören uns. Ciao, Servus und gut wär's.